Es gibt so Tage in diesem normalen Leben, da erwacht man durch die gleißenden Sonnenstrahlen, die durchs Fenster dringen, und denkt sich, was für ein wunderschöner Tag, um nach Saalfeld zu fahren. Nicht, dass ich jemals nach Saalfeld gewollt hätte, denn Saalfeld an der Saale gehört zu den Städten, die man nicht der Stadt wegen bereist, sondern schon seine persönlichen Gründe haben muss, um einen Fuß in diese Stadt zu setzen. Und der Grund meiner Reise nach Saalfeld fährt hier in Erlangen, bei strahlendem Sonnenschein und vollem Gegenlicht ein. Die Silberlinge sind zurück. Es war wirklich schön, nach etlichen Jahren mal wieder einen Silberling von ihnen zu sehen und mal wieder einen Ausflug mit der Bahn zu machen. Es war lange her, seit ich mich das letzte Mal dem Eisenbahn-Hobby gewidmet hatte. Denn es kann niemals so erfüllend sein wie ein ausgeglichenes und gesundes Sozialleben. Mit einer Ausnahme. Denn nur eins ist schöner, als mit meiner besten Freundin Zeit zu verbringen und ihr gut zu tun, so wie sie auch mir gut tut. Die Mitfahrt am Überschiebefenster. Was ich leider erst zu spät erfuhr, war, dass diese RB25 ebenfalls ein Silberling war. Ich hatte nur im Kopf, dass die RB25 mit einem Silberling fährt und dachte, das wäre der um 19.25 Uhr. Noch bis zum 28. August werden diese zusätzlichen Züge am Wochenende zwischen Nürnberg und Leipzig verkehren. Und es ist leider davon auszugehen, dass diese Züge endgültig von deutschen Schienen verschwinden werden. Noch aber kann man planmäßig die Fahrt am offenen Fenster genießen. Wobei natürlich leider dazu gesagt werden muss, dass man sich anders als diese beiden Jungs hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte.
Was für ein unschönes und belehrendes Ende dieses Videos. Aber naja, das lasse ich jetzt so.